Moin, moin allerseits. Es ist noch früh am Morgen. Ah, ich habe mir mal einen Kaffee gemacht zu Hause, denn es ist kalt. Ich werde jetzt mal probieren, ob mein Truck startet. Er ist ja theoretisch angeschlossen. Schauen wir mal, ob der läuft. Und dann geht's los. Ab Richtung Süden ins Warme. Da sind nur minus 10. Eine der Dinge, die man auf jeden Fall erstmal macht, ist sich vernünftig anzuziehen, bevor man rausgeht. Denn bei so hohen Temperaturen dauert es nicht lange, bis man durchgefroren ist. Manchmal denke ich so, ach komm, 2 Minuten schnell draußen, mal schnell was gemacht oder so, nur in einem Pullover, in einem Hoodie oder so, das reicht ja. Aber das geht so schnell. Das ist nicht schön. So, dann schauen wir mal, wie die Kiste startet. Ist quasi ist nicht richtig ein Cold Start, weil er ist ja angeschlossen. Angeschlossen bedeutet, die Motorvorwärmung ist an. Der Motor dürfte nicht ganz eingefroren sein. Und die Batterien sind damit auch eingestöpselt, dass die geladen werden über den in der Kabine befindlichen Inverter. Also eigentlich müsste der eigentlich sehr vernünftig starten. Schauen wir mal. Zwei Anschlüsse, einmal für Strom und einmal für Motorvorwärmung. Die werden hier in so Steckdosen angeschlossen. Von daher erwarte ich jetzt keine großen Überraschungen. Dass die Luft raus ist, ist ja klar. Krasser Schnitt. Eben saß ich noch im Truck, jetzt sitze ich im Auto. Ich habe gerade schon mal angefangen, die Story zu erzählen, jetzt mache ich es nochmal in Kürze. Ich bin am Montag losgefahren, habe meine Windschutzscheibe wechseln lassen. Die hatte ja einen Sprung. Danach habe ich meine Ladung angeklemmt und habe die gesichert. Es wäre gewesen, wie man schon hört, es ist nicht, es wäre gewesen, ein großer Traktor nach Iowa mit 106.000 Pfund ins Gesamtgewicht. Schönes, schweres Teil. Und dann bin ich losgefahren und habe beim Losfahren schon gemerkt, da stimmt was nicht. Ich habe irgendwie nicht die richtige Leistung und ich komme nur sehr schwer in Schuss. Also normalerweise mit auch so einer schweren Ladung hat der Truck genug Power, dass man irgendwie auf jeden Fall auf 105 km/h kommt. Aber da war nicht viel zu machen. Dann habe ich beschlossen, wieder umzudrehen. Dann habe ich festgestellt, an meinem Turboladedruck, an der Anzeige im Radio, normalerweise habe ich da so 38 PSI, Pound per Square Inch, und ich hatte da nur 25. Heißt also, ich habe nicht genug Ladedruck. So, dann bin ich zurückgefahren in die Werkstatt, in die Firma. Da war es dann Montagabend, war so spät. Die haben dann am Dienstag dran gearbeitet, haben gesagt, sie finden nicht so richtig was, aber sie wechseln mal auf Verdacht die Kraftstofffilter, weil wenn die Kraftstofffilter voll sind, der Motor nicht genug Kraftstoff bekommt quasi, dann könnte er theoretisch auch nicht genug Leistung fördern oder haben. So, dann am Dienstag hieß es dann, ja, alles klar, kann losgehen, ist fertig. Bin ich am Mittwoch wieder hingefahren, ganz früh sogar. Habe meine noch gesicherte Ladung wieder rangeklemmt, bin losgefahren und habe das gleiche Problem wieder festgestellt. Mittlerweile glaube ich langsam, ich habe kein Glück mit Trucks. Langsam bin ich wirklich der Meinung, vielleicht habt ihr ja alle recht, die ihr alle immer so über Peterbilt schimpft und sagt, Volvo ist so toll. Wir fahren jetzt gerade nach Winnipeg und kaufen uns einen Volvo. Nein, machen wir nicht. So weit kommt's noch. Ja, dann bin ich wieder umgedreht, wieder zurückgefahren. Dann haben sie nochmal in meiner Werkstatt geguckt und meine Werkstatt bedeutet halt in meiner Firma. Wir haben eine eigene Werkstatt mit 2, 3 Mechanikern. Die sind super nett und freundlich und hilfsbereit, aber die können halt nicht alles. Gerade so Motorbereich und Hochdruckbereich mit Kraftstoffpumpen und so weiter. Da haben wir nicht das Equipment für, die Leute sind nicht ausgebildet dafür, das ist da nicht für gedacht. Also
dann Nachmittag, nee, gegen Mittag bin ich dann zu Peterbilt gefahren. Das war, glaube ich, der schwere Fehler an der ganzen Sache. Da fahre ich auch nicht nochmal hin. Ich habe 5 Stunden da gewartet, bevor sie den Truck überhaupt mal angefangen haben. Dann haben sie so eine Art Schnelldiagnose innerhalb von 2 Stunden. Wenn innerhalb von 2 Stunden ein Fehler festgestellt und repariert werden kann, dann machen sie es gleich. Wenn nicht, dann muss ein Termin gemacht werden für die Reparatur. In meinem Fall, das war Mittwochmittag, haben sie mir gesagt, ja, Freitag könnten sie einen Termin haben, wenn es dann für eine Reparatur, wenn es dazu kommt. Ja, wie gesagt, 5 Stunden rumgesessen, dann war es irgendwann schon schwer gegen Feierabend. Da haben die dann angefangen zu arbeiten und haben das festgestellt, was wir vorher schon festgestellt haben. Achso, das habe ich gar nicht gesagt. Bei uns in der Firma haben wir festgestellt, eine Kraftstoffpumpe ist undicht und Diesel ist an dem Kabelbaum, der an der Pumpe befestigt ist, entlang geflossen, was Richtung Motorsteuergerät geht. So, wir haben denen das auch mitgeteilt, als wir zu Peterbilt gefahren sind, oder ich habe denen das mitgeteilt, habe gesagt, die Kraftstoffpumpe haben wir entdeckt, ist undicht. Nach 2 Stunden Diagnose stellen sie fest, Kraftstoffpumpe ist undicht. Auf jeden Fall haben sie halt gemerkt, die Kraftstoffpumpe ist undicht, was wir auch schon wussten, und haben gesagt, sie schaffen es jetzt nicht auf die Schnelle. Mittwochabend, ich kann nach Hause fahren, sie melden sich. Da waren ja auch diese 2 Stunden Zeitfenster rum, das heißt, es ging alles schwer Richtung Freitag. Am Donnerstag riefen sie an und wollten nochmal 4 weitere Stunden zur Diagnose haben. In anderen Worten, 6 Stunden Diagnose für das Problem. Gut, habe ich mir gedacht, ist vielleicht ein schweres Problem, dann ist es halt so. 6 Stunden Diagnose musste ich dann, wie sagt man, approven, genehmigen. Sind alleine schon fast $1000. Dann am Freitag riefen sie dann an und der Mann am Telefon fragte, ob ich denn sitze oder ob ich bereit bin, eine Nachricht zu empfangen. Und da wusste ich, jetzt wird's teuer. Dann sagte er, sie haben jetzt die Diagnose durchgeführt, 6 Stunden lang, und haben festgestellt, dass die Kraftstoffpumpe undicht ist. Und dass Diesel, du lachst, aber es ist nicht lustig, dass Diesel an dem Kabelbaum, der an der Pumpe befestigt ist, Richtung Motorsteuergerät lang geflossen ist. Heißt also, die haben 6 Stunden gebraucht, wo mein Mechaniker eine 1/2 Stunde gebraucht hat. Das war aber noch nicht die schlimme Nachricht. Die schlimme Nachricht war dann, sie wollen 2 Pumpen wechseln, den Kabelbaum, das Motorsteuergerät und noch eine Sache, die damit eigentlich gar nichts zu tun hat, meine ich. Sie vermuten auch, dass es nichts damit zu tun hat, aber wechseln wir uns das trotzdem. Das sogenannte Power Distribution Center, das ist da so ein Block, wo die ganzen Sicherungen und Relais drin sitzen. Im Fahrerfußraum unten oder beziehungsweise auf der Motorseite an der Firewall, an der Brandwall, Brandschutzmauer, wie heißt das Ding? Brandschott, genau, Brandschott. Habe ich früher mal konstruiert bei Flugzeugen. Mhm. So, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Gesamtkostenvoranschlag $14.600. Dann habe ich mir ein bisschen Zeit erbeten zum Nachdenken. Dann habe ich da nochmal angerufen und habe gesagt, warum wollt ihr 2 Pumpen wechseln? Ist doch nur eine undicht, oder? Ja, stimmt schon. Ja, man könnte natürlich auch nur eine wechseln. Aha. Okay, warum wollt ihr das Motorsteuergerät wechseln? Ist da Sprit drinne? Ist da Sprit außen dran? Nee, aber könnte ja. Aha. Steuergerät alleine $3.500 plus Einbau. Warum wollt ihr dieses Power Distribution Center wechseln? Was ist damit? Ja, da ist ein bisschen Korrosion da an den Leitungen und an den Sicherungen und so. Aber es funktioniert ja alles. Muss man ja nicht wechseln, wenn noch alles funktioniert, oder? Auch nochmal $2.000. Ende vom Lied. Ich habe denen jetzt gesagt, mach die eine Pumpe, die kaputt ist, und den Kabelbaum, weil da hat mein Mechaniker halt auch gesagt, da ist halt Sprit dran und man weiß nicht, wie weit der gedrungen ist, wie weit der irgendwie die Kabel miteinander kaputt macht oder was auch immer. Ja, auch ein teures Teil. Eine Pumpe, ein Kabelbaum und plus Arbeit, plus Diagnose, alles drum und dran, inklusive Steuern, sind wir bei fast $5.000. Und dann kam noch der Spaß, ich frag dann so, das war am Freitag, habe ich dann gefragt, arbeitet ihr jetzt dran? Und Samstag seid ihr ja auch da, ne? Ja, nee, jetzt momentan buchen wir so in Richtung Montag bis Mitte der Woche. Okay. Also sitze ich jetzt über eine Woche zu Hause für eine Diagnose, die mein Mechaniker schon am Dienstag gestellt hat quasi. Nee, am Mittwoch.
Und ja, wie man es macht, macht man es falsch, aber das sind die Neuigkeiten, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich lege mich jetzt wieder ins Bett. Wir fahren jetzt gerade nach Winnipeg und ein bisschen einkaufen. Und Frustshoppen, genau. Mal gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal 2-3 Tage keine Videos, weil es nicht. So, nochmal ein kleines Update. Wir haben heute Mittwoch, den 3. Februar. Vor über einer Woche bin ich zu Peterbilt gefahren. Ich habe gerade hier das Video geschnitten, deswegen weiß ich noch, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, Hallo Hund. Was tut denn hier? Geh mal raus. Ich will hier gerade ein Video schneiden. Hör doch mal auf. Die hatten ja gesagt, dass sie am Freitag, wenn sie Zeit haben, anfangen und aber Montag bis Mittwoch dran arbeiten. Sie haben am Montag angefangen zu arbeiten, haben mich dann angerufen, haben gesagt, es könnte noch ein bisschen teurer werden, weil sie eventuell die eine Pumpe, die nicht undicht ist, trotzdem ausbauen müssen. Und dann müsste ich diese 2 Stunden Ausbau auch noch bezahlen, auch wenn sie die Pumpe nicht wechseln. Dann haben sie am Dienstag, gestern haben sie angerufen und haben gesagt, es könnte noch mal ein bisschen teurer werden, weil 2 Hochdruckleitungen wohl so verrostet sind, dass man sie nicht mehr verwenden kann. Ich vermute einfach, die Anschlüsse sind so ausgenuddelt, dass man die halt nicht wieder zurückbauen kann. 2 Hochdruckleitungen auch nochmal, glaube ich, $350. Und seitdem habe ich nichts mehr gehört. Heute ist Mittwoch. Ich erwarte, dass die heute irgendwann anrufen. Ich verliere auch langsam ein bisschen die Geduld. Mir platzt hier ein bisschen der Kragen. Aber ich bin da halt auch eine gewisse Art ausgeliefert, weil jetzt steht der Truck nun mal da. Ich hoffe nur, dass der Fehler damit behoben ist, weil ich immer noch nicht so ganz glaube, dass nur eine undichte Pumpe das ganze Problem hervorbringt. Ich habe das Gefühl, wenn die Pumpe wechseln, dann stellen sie fest, dass der Fehler woanders lag. Aber auf den Anruf warte ich heute noch oder wann auch immer der kommt. Ich wollte euch damit eigentlich auch nur sagen, es werden keine Videos kommen am Sonntag, denn ich habe kein Material mehr jetzt. Selbst wenn ich morgen wieder losfahren könnte, muss ich da ja erstmal was filmen. Von daher glaube ich nicht, dass irgendwas kommt. Aber ich habe ja schon öfter irgendwie gesagt, dass ich sonntags keine Videos mehr mache und das hat bis jetzt ja super funktioniert. Ich bin irgendwie so in dem Trott, dass ich sonntags ein Video raushaue und ich habe jetzt zwar ein paar Mal mir gesagt, so ich will das nicht, weil das ist mir auch selber ein bisschen zu viel Druck und zu, weiß nicht, unnötiger Stress. Aber bis jetzt hat es ganz gut geklappt, also wird es wahrscheinlich dabei bleiben. Aber nagelt mich nicht drauf fest, wenn keins kommt, dann kommt halt keins. Ja, jetzt nach über einer Woche musste ich dann auch erstmal wieder anfangen, Geld zu verdienen. Das heißt also fahren, fahren, fahren und weniger Videos machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video irgendwann. Wann auch immer das sein wird, mit welchem Truck auch immer das sein wird. Wir sehen uns. Bis dann.